Moin Leute und herzlich willkommen zum zweiten Video, wo ich versuche mit Finnland eine Weltmeisterschaft zu gewinnen. Das hier müsste der letzte Versuch sein tatsächlich, denn danach müsste, glaube ich, auch keiner mehr kommen in der Karriere, weil man kann ja maximal nur 15 Saisons als Trainer arbeiten bei FIFA, sage ich mal. Danach wird man in Rente entlassen. Ja, und ich würde sagen, wir springen einfach mal direkt rein. Letztes Mal sind wir im Achtelfinale an Spanien gescheitert. Die Gruppe diesmal ist deutlich einfacher als die letztes Mal. Ich werde wieder alles Mögliche spielen und ihr seht wieder die Highlights der Highlights. Und da gehen wir auf jeden Fall rein in das erste Spiel gegen Österreich. Ich muss, glaube ich, ein bisschen was anpassen. Ja, Pekko Jimi ist komischerweise rot gesperrt, genauso wie Aro Juho. 12 Sekunden später. Aber das erste Spiel gegen die Österreicher steht an. Ich sehe gerade, wir haben unsere Mannschaft deutlich verbessert, beziehungsweise Peitola einfach auf 192, unser Rechtsverteidiger. Und da gehen wir auf jeden Fall rein, sehen uns gleich wieder. So, Leute, das erste Spiel steht also an. Wir gehen rein in diese Partie gegen Österreich. Ich bin mal gespannt. Eigentlich sind wir der Emil mit der Ecke, Joel Alexi an die Latte und Niki Nomin in der anderen Verteidiger mit der Chance. Alexi für Konsta Emil, 1 zu 0 Finnland mit dem ersten Turniertor. Konsta Emil mit seiner zweiten WM und auch mit seinem zweiten Tor. Also insgesamt natürlich. Dieses Mal ist es das erste Turniertor für Konsta Emil. Das Fehlen von Pekko Jimi hat sich zwar bemerkbar gemacht, aber Alexi macht das gut und Konsta Emil mit dem starken Linken. Und da ist keins im Tor ohne Chance. Boah, die Möglichkeit für Österreich direkt, aber danach, 4 Minuten später, ist auch der Ausgleich da. Und das müsste Christoph Baumgartner sein. Christoph Baumgartner erzielte den Ausgleich für Österreich direkt im Gegenzug. Konsta Emil für Alexi, der versucht es einfach mal. Wunderbares Tor. Das erste Tor für Alexi, den Pekko Jimi-Ersatz. Und es steht 2 zu 1 für Finnland nach 60 Minuten. Hätte niemals gedacht, dass dieser Ball reingeht. Ich habe es einfach mal versucht und draufgezogen. Und da haben wir also auch den Assist für Konsta Emil, für Alexi. Gutes Tor von dem jungen finnischen Flügelspieler. Schön abgezogen. Aber die Konteraktion läuft und Veti ist schneller als Sommer. Sommer kommt jetzt zwar die letzten Schritte hinterher, aber Veti muss den Deckel drauf machen. Macht nicht das 3 zu 1. Und damit ist das Spiel auch beendet. Finnland siegt im Auftaktspiel mit 2 zu 1 gegen Österreich. So, Leute, wir blicken mal vor dem zweiten Spiel auf die Tabelle der Deutschen. Deutschland hat das erste Spiel tatsächlich verloren gegen Australien, denke ich mal. Ja, genau, mit 2 zu 1 gegen Australien verloren. Als nächstes spielen sie gegen Russland. Da muss ein Sieg her. Genauso wie bei uns auch hoffentlich ein Sieg jetzt herkommt. Und zwar gegen Kanada. Die haben Jonathan David, die haben den Alphonso Davies. Aber wir haben mindestens genauso gute Spieler und damit gehen wir rein. Ich werde Konsta Emil mal bringen von der Bank. So, Leute, damit also rein in das zweite Spiel. Krasser Rasen auf jeden Fall. Finnland kriegt es mit Kanada zu tun. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich glaube, Kanada hat gegen Island gewonnen gehabt. Das ist Habibula. Was macht denn Alexi? Der lässt den Ball durch. Nachschuss wieder geblockt. Ein dritter Schuss auch wieder gehalten. Möglichkeit für Kanada und das 1 zu 0. Die Kanadier gehen in Führung durch Priso oder Priso, keine Ahnung. Wahrscheinlich ein generierter Spieler, wenn er die Nummer 97 trägt. Gut gemacht. Peitola, da ist Sampolitinen. Was für ein Tor zum Ausgleich. Wunderbarer Treffer von Sampolitin. Ich erinnere mich an ein Quali-Spiel, wo er gegen Russland mal ein wichtiges 2 zu 1 gemacht hatte und mit einem Mega-Distanzschuss damals. Und Sampolitin, also mit dem Ausgleich, wunderbar auf der rechten Seite gespielt mit Cartoon und Peitola. Und dann ist Sampolitinen frei in der Mitte. Nimmt das Ding Volley, volles Risiko und haut das Ding in die untere linke Ecke. Der Keeper ohne Chance. Jimi Richtung Mitte und den haut darüber, der Jami Veti. Pekko Jimi. Jimi im richtigen Augenblick für Jami Veti und er scheitert erneut. Also irgendwie ist er ein ganz schöner Chancentod, der Stürmer vom FC Barcelona. Jami Veti, wunderbares Tor, 2 zu 1 kurz vor der Pause. Gerade eben noch Chancentod gesagt, weil er keine Bälle reinmacht. Aber dann haut der so einen Strahl raus und erzielt das 2 zu 1 für Finnland. Wieder ist der Keeper geschlagen. Das Ding kam von Pekko Jimi. Und dann ist es Veti. Wunderbarer Treffer zum 2 zu 1. Jami Veti versucht mal mit einem Freistoß. Oh, der kommt ganz schön gefährlich eigentlich. So, Finnland jetzt nochmal mit einer Druckphase hier kurz vor der 70. Minute. Und das 3 zu 1. Die Nummer 9, Mikko Hämäläinen, reingekommen für Jami Veti.
mit dem 3:1 für Finnland. Das war wunderbar rausgespielt von der finnischen Nationalmannschaft. Über die rechte Seite gehen heute gefühlt alle Tore. Wir sehen was nochmal gut ins Zentrum gespielt von Jimi Kartunen und Mikko Hämäläinen mit dem 3:1. Ich hasse es, wenn sie das tun. Da ist das 3:2. Kapitän Bryce mit dem zweiten Tor. Ich hoffe, wir retten das Ding jetzt einfach noch über die Zeit. Und das müsste es jetzt eigentlich gewesen sein. Jawohl, Finnland liegt auch im zweiten Spiel knapp mit 3:2 gegen Kanada. Und damit kann man sagen, dass wir auf jeden Fall sicher in die nächste Runde einziehen, denn Österreich und Island haben beide nur unentschieden gespielt, was jetzt ein echt guter Vorteil für uns ist. Das ist das letzte Gruppenspiel, was wir gegen Island hier bestreiten werden. So, gegen den vermeintlich Schwächsten in dieser Gruppe bestreiten wir unser letztes Gruppenspiel. 2 Spiele, 2 Siege für Finnland. Denk mal, knappe Siege, aber Sieg ist Sieg. Und jetzt wollen wir nochmal gegen Island, gegen die Wikinger einen raushauen. Und das ging gut los mit der Nummer 19, mit Konsta Emil. War das abseits von Konsta Emil? Der Ball ist auf jeden Fall im Tor. Es ist abseits. Schade. Der Ball nochmal Richtung Mitte und da ist die Chance für die Wikinger. 1:0 für Island tatsächlich. Der zweite Schuss ist drin und es ist Bergmann, der trifft. Die haben anscheinend mehrere Bergmänner auf dem Feld. Direkt Finnland hier nochmal die Möglichkeiten. Der Baum fällt ja nicht vorher, der dumme Idiot. 6:2 wahrscheinlich auf dem Feld. Der Ball kommt Richtung Mitte. 2:0. Ich weiß nicht, was Kalle Tuomin dort macht. Er lässt den Ball einfach 2 Meter an sich vorbei. Weiß nicht, den Pass hätte er ruhig mal abfangen können. Schaut euch das an. Der Pass, der jetzt in die Mitte kommt. Was macht denn... Oh, nee. Okay, Nachstoß geblockt. Kopfball gehalten. Was geht da ab, Alter? Vor allem sollte Kanada gegen Österreich nur unentschieden spielen. Kann es sein, dass die Isländer hier weiterkommen? Und damit verlieren wir das letzte Gruppenspiel mit 2:0. Ich weiß auch wieder nicht, was los war. Island macht einfach das... Die haben unentschieden gespielt. Es kann sein, dass Island jetzt weiterkommt. Island kommt weiter. Dank uns. Aber immerhin sind wir noch Gruppensieger geworden. Österreich und Kanada haben tatsächlich unentschieden gespielt. Aufgrund der Tordifferenz kommen die Isländer tatsächlich weiter. Wie jetzt am letzten Spieltag spiele ich direkt gegen Frankreich? Wollt ihr mich verarschen? Ich kann nicht mal in den Kalender simulieren. Das waren jetzt 2 Tage dazwischen. Das hasse ich. Und wir spielen gegen Frankreich im Achtelfinale. Die sind anscheinend nur Gruppenzweiter geworden. Wer ist denn bei den Gruppen Erster geworden? Mexiko oder was? Polen gewinnt einfach alle 3 Spiele. Alles klar. In Gruppe B siegt Italien vor Rumänien. Gruppe C Spanien und Niederlande weiter, aber klar. In Gruppe D siegt Brasilien vor Dänemark. In Gruppe E sind wir und Island weiter. Gruppe F Mexiko gewinnt einfach alle 3 Spiele. Gegen Frankreich gewonnen. Gruppe G Portugal und Deutschland setzen sich durch. Deutschland hier das beste Torverhältnis. Okay. Alles klar. Und in Gruppe H, Belgien und Argentinien weiter. Das ist nämlich der Benzema-Region und wir stehen jetzt hier im Achtelfinale gegen die Franzosen. Ich denke mal, die haben auch mit den stärksten Kader im Feld. Aber vielleicht machen wir es wie die Mexikaner und schlagen einfach Frankreich. Ball nochmal abgelegt. Ja, was willst du da machen, Alter? 1:0 für Frankreich. Der Cheatcode Daniel mit dem 1:0. Ich meine, ich hatte nicht mal den Ball. Ja, toll, der Ball ist abgefälscht. Wunderbar, 2:0. Super. 14 Minuten gespielt. Wir sind einfach schon wieder raus. Und ich habe keinen schlechten Kader. Meine Spieler spielen sich aber einfach scheiße. Es bringt auch keine Formationsumstellung. Ich weiß nicht, was ich anders machen soll. Alexi fälscht den Ball ab. Oh, guter Ball jetzt mal. Komm, Alter, Yami Veti, wenn du den jetzt nicht reinmachst, dann weiß ich auch nicht mehr. Der Typ kann keine 1 gegen 1 Situation. Überhaupt nicht. Eckball. Alexi an die Latte. Nächster Kopfball. Nö. Frankreich hat 2 Schüsse, die drin sind. Finnland hatte wieder 7 Schüsse, die nicht drin sind, weil der FIFA-Torwart einfach mal wieder ordentlich kickt. Der hält alles. Ähnlich wie gegen Spanien hier wieder alles gescriptet, habe ich das Gefühl. Erste Halbzeit ist gleich rum. Wir kriegen aber nochmal einen Ball. Wir kriegen nochmal einen Ball und der wird ordentlich weiter... Ja, Torwart kommt raus. Und das wäre eigentlich ein Elfmeter. Finde ich, weil er den Ball vorher abspielt. Wir kriegen also keinen Elfmeter zugesprochen. Und da ist der 3. Schuss von Frankreich. Und der ist natürlich drin. Ryan Cherki. Ich habe keinen Bock mehr, Digga. Das ist einfach nur Abfuck, was hier passiert. Das ist einfach nur gescriptet und unlogisch und dumm. Jokinen spielt sich wie ein 4-Jähriger. Hämäläinen, hey, laufen wir mal bitte in die Spitze rein. Ich danke Ihnen. Machst du jetzt auch noch bitte das 3:1? Nee, machst du nicht. Ich glaube auch alleine, das ist der Grund, warum ich in kommenden Karrieren einfach auch keinen Bock mehr auf eine Nationalmannschaft habe. Ich meine, dann spielst du gegen Frankreich, da kommt da der Benzema-Region und der Typ ist hier in dem Game irgendwie gefühlt 1,90 Meter da vorne drin groß. Ist schnell, kann schießen, der kann einfach alles. Ja, das war kein Foul, einfach von hinten weggegrätscht. Super. 4:0. Alter, ich hab...
gerade mal wieder so viel Lust auf dieses Spiel. Finnland wird also kein Weltmeister. Unter mir zumindest nicht. Kann ja alles noch passieren später. Musa Diaby 5-0. Sam Politin, aller wenigstens noch ein Tor. 5-1. Ich meine, ich kann mich offensichtlich nicht in den Strafraum durchkombinieren, dann ist es einfach wieder außerhalb der Box versuchen. So, gib mir FIFA hier nochmal die Chance in der 90. Minute. Das zweite Tor nach... Nein, geben sie nicht. Also ist wieder im Achtelfinale Schluss. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Rumänien schlägt Polen, Dänemark schlägt anscheinend Spanien, Argentinien schlägt Portugal. Ich bin gebrochen. Immerhin sind wir Europameister geworden, auch wenn ich da nicht ein Spiel selber gespielt habe. So, wer ist Weltmeister geworden? Deutschland siegt im Elfmeterschießen gegen Dänemark mit 4-3. Und Dritter wird Argentinien, die schlagen England mit 2-0. Das war es, wie gesagt, mit dem heutigen Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es nicht gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir sehen uns damit auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, haut rein. Ciao. So, gib mir FIFA hier nochmal die Chance in der 90. Minute. Das zweite Tor nach...